Morgen ist Tag des offenen Denkmals. Dann öffnen Denkmäler, die sonst nicht oder nur begrenzt der Öffentlichkeit zugänglich sind, wieder ihre Pforten. In Reutlingen steht der Tag unter dem Motto Kulturspur, ein Fall für den Denkmalschutz. Zum Programm gehören unter anderem die historische Häuserzeile in der Oberamteistraße, das Gartentor und die Marienkirche. In Pfullingen können Interessierte unter anderem die Klosterkirche besichtigen. Das original erhaltene Sprechgitter des Klosters ist ein einmaliges Kulturdenkmal in Europa. Verknüpft mit dem 175. Todestag der letzten Hechinger Fürstin Eugenie von Hohenzollern-Hechingen wird die Fürstengruft unter der Stiftskirche geöffnet. Mehr Angebote in Ihrer Region finden Sie auf der eingeblendeten Homepage.